Hallo ihr Lieben! Als ich Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres mit der lieben Jenny von Letters and Life zusammen die Videos gedreht habe über unsere abgebrochenen Bücher, ich verlinke sie nochmal in der Infobox, da habe ich auf meinem Lovely Books Kanal geguckt, was für Bücher ich so gelesen habe und welche Reihen ich abgebrochen habe. Und ich habe auch in dem Video, glaube ich, schon gesagt, dass ich mich an sehr viele dieser Bücher nicht so richtig erinnern kann. Und jetzt habe ich letztens ein Video einer englischsprachigen Booktuberin gesehen. Sie ist, glaube ich, Österreicherin. Aber sie macht halt auf Englisch Videos und das verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß, aber ich schreibe es hier hin, falls es mir wieder einfällt. Und sie hat ein Video gemacht über die Bücher, die sie vergessen hat. Also Most Forgettable Books, glaube ich, hat sie es genannt. Und ich dachte mir, hey, du hattest doch auch solche Bücher gesehen auf deinem Lovely Books. Kannst doch ruhig auch mal ein Video darüber machen. Und ich weiß noch, dass die liebe Lina mal, als ich angefangen habe, Videos zu machen, also so ungefähr vor 4 Jahren, mal so eine Art Tag gemacht hatte, sich ausgedacht hatte, wo man den Inhalt der Bücher anhand der Cover erraten muss. Aber es war damals, ich glaube, der Subbücher. Und ich dachte mir, hey, das mache ich jetzt mit den Büchern, die ich bereits gelesen habe, aber woran ich mich nicht mehr erinnere. Also ich habe mir die Klappentexte dazu nicht nochmal durchgelesen. Ich habe nur den Autor und den Namen des Buches aufgeschrieben und wie viele Sterne ich damals vergeben habe. Und Überraschung, Überraschung, es waren alles 3-Sterne-Bücher. Es sind alles Bücher, die mich weder begeistert haben, noch die mich so entrüstet haben oder genervt haben oder sonst was, dass ich mich halt daran erinnere, was genau mir daran gefallen oder genervt, was mich daran genervt hat, sondern Bücher, die halt okay waren, aber die man halt schnell wieder vergisst. Und ja, ich habe mir jetzt 5 Bücher davon ausgesucht, die ersten 5, die ich dachte, hey, darüber kann man reden. Und ich habe jetzt hier die Cover auf dem kleinen Tablet meiner Mutter gespeichert und ja, werde mir die Cover angucken und versuchen zu rekonstruieren, woran ich mich noch erinnere. Und worum es vielleicht in diesen Büchern gehen könnte. Wie immer verlinke ich die Bücher natürlich in der Infobox, falls euch jetzt ein Buch anspricht oder so. Oder falls ihr dann wissen möchtet, ob ich damit richtig lag oder worum es wirklich in diesem Buch geht, könnt ihr da mal nachlesen dann in den Klappentexten. Das erste Buch ist Seelenflüstern von Mary Lindsay. Ist erschienen im Planet Girl Verlag damals. Das ist so ein typisches Buchcover, das hat man heutzutage, glaube ich, bei jedem zweiten Buch. Also wundert euch nicht, wie gesagt, wenn ich hier runter gucke, weil ich habe da das Tablet und gucke mir das Cover da an. Und das ist so ein Mädel in so einem roten Kleid, das aber hier aus Blütenblättern besteht, das dann so ja, auseinanderfällt quasi. Ich erinnere mich bei diesem Buch noch explizit daran, dass es eine Strandszene gab, wo das Mädel zusammen mit dem Love Interest Jungen über den Strand gegangen ist und er ihr erzählt hatte, wer sie genau ist, dass sie eine verschollene irgendwas ist, Prinzessin oder irgendwas und dass sie die Welt retten muss und sie die ganze Zeit gesagt hat, ja, aber ich kann nicht und so, ich bin doch nur ein Mädchen. Und da gab es halt auch diese typische Szene, küssen sie sich jetzt oder küssen sie sich nicht am Strand halt. Ich glaube, so eine Szene gab es da. Aber worum genau es da geht, ich weiß es nicht mehr. Der Titel Seelenflüstern verrät mir, dass es da, glaube ich, irgendwie um wahrscheinlich sowas wie Fee geht, um Feen oder sonst was. Diese Blütenblätter deuten da auch hin. Ich glaube, sie hatte auch irgendwie, also Gedanken lesen oder sie konnte sie kontrollieren. Irgendwas in der Art war es, glaube ich. Aber es war ansonsten so eine typische 0815 Fantasy Love Story, Romantasy, sodass, wie gesagt, mir davon nichts mehr im Kopf geblieben ist. Es ist auch echt ein paar Jährchen her, dass ich sie gelesen habe. So manche davon habe ich sogar noch bevor ich Booktube gemacht habe gelesen. Also es ist so 4 bis 5 Jahre, gute 4 bis 5 Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe, von daher. Aber es sieht nach einem ganz hübschen Cover aus, obwohl ich dieses marmorne Hintergrundding nicht so schön finde. Aber ja, das ist ja Geschmackssache. Kommen wir zum nächsten Buch. Das wäre das hier. Es ist, glaube ich, ursprünglich ein, wie heißt denn das? Ein italienisches Buch gewesen, glaube ich. Und wurde dann ins Deutsche übersetzt. Und zwar heißt es jetzt Ascheträume von Maurizio Temporin. Ist im Ivy Verlag erschienen. Hat auch mittlerweile ein neues Cover, habe ich jetzt gesehen. Und ehrlich gesagt, dieses Cover sagt einem rein gar nichts. Also es ist wieder ein Mädchen zu sehen. Diesmal mehr so ein Close-up.
mehr so auf Gesicht und Schultern fokussiert. Und es ist irgendeine lilane Farbe drüber. Sieht wieder aus wie so ein Blütenblatt. Also könnte ich mir gut vorstellen. Aber worum es da geht, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Erinnerung an dieses Buch. Absolut gar nicht. Nur noch, dass ich es, glaube ein bisschen zu lang fand. Ich erinnere mich daran, dass es ein bisschen dicker ist, war das Buch. Und ich fand es ein bisschen schleppend. Das weiß ich noch. Aber worum es genau geht, ich glaube, diese Bücher waren alle Romantasy-Geschichten. Also ich glaube, es könnte durch das Blütenblatt halt auch hier der Fall sein, dass es um Feen geht und darum, um ein auserwähltes Mädchen, das die Welt retten muss, wie es halt immer so ist. Und um Liebe natürlich. Aber ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, dass es hier nicht unbedingt aus der Sicht eines Mädchens ist. Auch dadurch, dass es halt von einem Autor ist, so klingt halt so, ist erst ein männlicher Name, könnte es auch sein, dass es aus der Sicht eines männlichen Protagonisten ist. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Deswegen kommen wir zum nächsten. Und das ist dieses Buch hier. Strange Angels. Verflucht von Lily St. Crowe. Ich weiß noch, dass es davon zwei Bände gab, aber damit war die Reihe, glaube ich, noch nicht beendet. Und ich glaube, der dritte ist auch nie rausgekommen. Liegt auch daran, dass es im Pan Verlag erschienen ist und der Pan Verlag ja zu der Zeit dann irgendwann geschlossen wurde und so. Ich weiß auch noch, dass das Cover mich an die Schauspielerin Kirsten Stewart erinnert hat, also Bella aus Twilight. Ich weiß auch noch, dass ich den zweiten Band auch tatsächlich noch gelesen hatte, der mir aber nicht mehr so gut gefallen hatte. Ich glaube, dieser Band hat mir auch schon nicht so super gefallen. Also drei Sterne waren okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt den zweiten Band lesen wollte. Trotzdem habe ich den irgendwann mal mitgenommen aus der Bibliothek, weil er halt da so rumstand und ihn dann gelesen und ich mochte ihn, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe mich sehr gelangweilt dabei und deswegen war ich auch nicht mehr scharf auf den dritten Band, falls der tatsächlich erschienen ist oder doch nicht. Ich weiß es gar nicht. Worum es hier geht, auch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass das eine Romantasy-Geschichte war. Es sieht jetzt vom Cover her so aus, als könnte es eine Zombie- oder eher wahrscheinlich Vampir-Geschichte sein. Kann auch daran liegen, dass ich halt Bella auf diesem Cover sehe. Aber es sieht halt so aus, dass es so ein Waldboden ist und die Protagonistin liegt halt da, so ein Kopf auf ihren Ellbogen, halt so irgendwie abgestützt und ist halt so bleich, als wäre sie vielleicht ausgesaugt worden. Deswegen erinnert mich das so ein bisschen an so eine Vampirgeschichte. Da sind die ja meistens dann so bleich auf den Covern, obwohl es bei den vorherigen Covern ja auch nicht gerade sehr farbenfrohe Menschen waren. Die waren halt auch sehr bleich. Aber ja, es sieht halt so aus, als würde auch die ganze Farbe aus ihr so irgendwie hinauslaufen, dadurch, dass es halt so verblendet ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gab eine Liebesgeschichte drin. Ich glaube, das könnte auch, glaube ich, dadurch. Also, steht hier drauf. Engel. Strange Angels. Also, es geht, glaube ich, um Engel, ja. Dummy, steht doch drauf. Engel. Oh Mann. Ja, aber ich glaube, es gab da auch eine Dreiecksgeschichte. Also zwei Typen und ein Mädel und einen guten Engel und einen bösen Engel und sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie den guten oder den bösen will, obwohl es nicht guter und böser, sondern heller und ein dunkler Engel waren und man wusste nicht so recht, welcher gut und welcher böse ist und wie man vertrauen kann. Irgendwie sowas, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, es klingt jetzt bei fast jedem Buch irgendwie ähnlich, weil da sieht man mal wieder, dass diese ganzen Momente, die Geschichten, die dann aus dem Bogen gesprochen sind, sich halt auch sehr ähnlich waren. Bis heute sind die sich ja teilweise echt ähnlich. Der Plot ist ja fast immer sehr, sehr gleich, nur dass die Protagonisten ein bisschen anders sind. Vor allem auch das Fantasy-Wesen, das drin vorkommt. Von daher, keine Ahnung. Kommen wir zum nächsten Buch, dem vorletzten Buch. Auch das ist Fantasy, steht schon im Namen des Verlages CBT Fantasy und zwar ist das Flüsterndes Gold von Carrie Jones. Das war eine Trilogie und ich glaube aber in der Bibliothek stand immer nur der erste Band. Ich glaube danach haben sie die restlichen Bände nicht mehr in die Bibliothek gebracht. Liegt vielleicht daran, dass dieser hier nicht so oft ausgeliehen wurde oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das Buch öfter mal bei Jessie gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, ob Jessie das Buch hatte oder ob sie nur gesagt hat in verschiedenen Videos, dass sie es gerne lesen würde. Ich weiß auch nicht, ob sie es letztendlich gelesen hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich es öfter mal gesehen habe bei ihr und auch bei anderen Booktubern, glaube ich. Aber worum es geht,
Ihr fragt mich zu viel. Ihr fragt mich tatsächlich zu viel. Ich weiß es nicht. Es sieht dadurch, dass es halt die Lippen halt so golden sind und es ist halt flüsterndes Gold heißt, sieht es für mich so ein bisschen nach Alchemie aus, nach mittelalterlichem Setting und einem Mädchen, das weiß, wie man aus irgendeinem Metall Gold herstellt. Könnte aber auch wieder hier irgendwas mit Feen und Co. sein, weil die ja auch solche Kräfte manchmal haben, Sachen schöner aussehen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Ich weiß nicht, ich finde auch dieses Cover irgendwie komisch. Also man sieht ja den Hals und Kiefer dieses Mädels und auch unten so ein paar Ranken von Bäumen. Und ja, was mir das jetzt sagen soll, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, was mir dieses Cover sagen soll. Aber es geht halt darum, dass es wahrscheinlich im Wald spielt, ganz viel. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Dieses Video ist sehr informativ, ich weiß, aber vielleicht ist es ja ein bisschen unterhaltsam für euch. Und das letzte Buch ist ein deutsches Buch. Ich weiß noch, dass ich das Cover sehr, sehr hässlich fand damals, es aber trotzdem gelesen habe und ich finde es heutzutage immer noch hässlich. Naja, es geht auf jeden Fall um Frozen Time von Katrin Lankers aus dem Blue Moon Verlag. Weiß übrigens jemand, ob der Blue Moon Verlag noch existiert? Ich glaube schon, die haben letztes Jahr doch ein paar Bücher rausgebracht, aber sonst sehe ich halt nicht so viele Neuerscheinungen aus dem Verlag, deswegen würde es mich mal interessieren. Aber auf jeden Fall. Von Katrin Lankers habe ich ja schon mehrere Bücher gelesen, auch so, ich glaube, dieses Train irgendwas, so Jugend Contemporary Bücher, die haben mir auch ganz gut gefallen. Da erinnere ich mich dann auch mehr dran. Das hier war halt, ja, ein okayes Buch, 3 Sterne. Und ist auch schon ein bisschen her, von daher, ich weiß beim besten Willen nicht mehr, worum es geht. Wie gesagt, ich fand es damals sehr, sehr hässlich. Ich finde es immer noch ziemlich hässlich, dieses Alufolien-Optik-Ding. Dann dieses Loch in der Mitte und dieses, ich glaube, Mädchengesicht mit dem verlaufenden Mascara und den kurzgeschorenen Haaren, die auch sehr, sehr bleich ist und komischerweise aus dem weißen Nichts herauskommt. Und dann dieser Schriftzug Frozen Time in diesem komischen Pink mit so ausgefranst. Ich weiß nicht. Ich finde das alles andere als schön, dieses Cover. Ich weiß noch, dass es da um Einfrieren geht. Deswegen heißt es ja auch Frozen Time. Ich glaube, ein Mädchen wurde eingefroren irgendwie so und erwacht dann Jahrhunderte später. Später wird wieder aufgetaut und so. Und was genau ist da sonst noch passiert? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht geht es auch um so eine Firma wie meistens, die halt irgendwie Zeit konserviert und irgendwie damit Geschäfte machen will. Und es da wie immer so eine Rebellengruppe gibt, die das irgendwie aufhalten will, weil Zeit halt für alle da ist und so. Und da dieses gefrorene Mädchen eben auch mitmacht. Irgendwie so, ich weiß nicht, dieses Loch, das halt in der Alufolie drin ist, zeigt ja auch irgendwie so ein Portal an, wo man halt durch die Zeit reisen kann oder so. Ich hoffe, ich wisst, was ich meine, so ein Warp-Ding. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es wirklich ein Science-Fiction- oder Fantasy-Roman war. Höchstwahrscheinlich ist da auch eine Liebesgeschichte drin, wie es so meistens ist, aus deutschem Hause immerhin. Naja, das war auf jeden Fall das letzte Buch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie auf eine Weise unterhalten. Wenn nicht, dann schreibt mir das gerne. Wenn doch, dann schreibt mir das auch gerne. Ich habe noch sehr viel mehr Bücher auf meinem gelesenen Stapel, wo ich mich nicht mehr an den Inhalt erinnere, also so gar nicht mehr. Das nächste Mal muss ich die Bücher, glaube ich, so ein bisschen mehr im Genre variieren, weil hier klang es halt für meine Ohren jetzt so, als hätte ich zu jedem Buch dasselbe gesagt, weil es halt alles Romantasy-Bücher waren. Wie gesagt, schreibt mir gerne, ob ihr das jetzt lustig fandet oder nicht und guckt auch gerne bei der besagten Booktuberin und so vorbei und bei den anderen Videos, die ich erwähnt hatte, falls es euch dann auch interessiert. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!